Hallo, mein Name ist Aquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Japan und der 100er Karte. Wir haben Tag Nummer 19 und wir stehen auf Rang 4 mit 136 Siegpunkten. Wir rutschen langsam ein Stück weit ab im Ranking. Das liegt daran, dass wir gerade viele Gebiete einnehmen und deren Moral ist niedrig und dadurch sinkt unsere Durchschnittsmoral und das zieht uns Punkte ab. Aber keine Sorge, wir arbeiten bereits dran, das zu verbessern, denn wir werden gerade immer weiter vorrücken können in dem Siam. Denn wir haben jetzt die meisten Gebiete von ihnen hier in China eingenommen. Es fehlen nur noch ein paar Gebiete hier, Yulin, Nanning und Chinyi. Und dann werden wir hier im vietnamesischen Gebiet sein und dann auch den Siam erreichen. Und dann ist auch Bangkok nicht mehr weit. Sie haben auch insgesamt nicht mehr viele Truppen, haben die meisten zerstört. Ihre Armeen haben nochmal große Gegenangriffe gefahren. Gestern, da mussten wir ein bisschen warten, konnten nicht weit vorrücken, aber heute ging es wieder weiter voran und wir konnten wieder viel einnehmen. Und jetzt ist bei ihnen nicht mehr viel übrig. Wir greifen auch gerade mal jetzt hier Yulin an. Wir werden auch mal ganz schnell hier ein paar Truppen abspalten. Am besten gleich mal 14. Und die werden dann schon mal in Hainan landen, nach Haiku. Und das auch mal einnehmen. Und dann ja, werden wir hier langsam vorrücken und immer mehr von ihrem Land hier einnehmen. Es sollte insgesamt nicht mehr zu lange dauern. Da bin ich mir sehr sicher. Wir werden das hier vermutlich dann morgen, spätestens übermorgen alles fertig haben. Die Philippinen sind ja auch da. Die werden uns auch helfen, was interessant ist. Ich werde denen das nochmal schreiben, dass ich es besser fände, wenn sie jetzt hier in Borneo vorrücken würden. Das wäre, glaube ich, eine deutlich bessere Idee. Gerade weil er auch aktuell hier Malaysia verraten wird von Indonesien. Die waren ja mal alliiert, aber jetzt gerade macht hier Indonesien Klarschiff. Das heißt, hier wäre es, denke ich, durchaus auch sinnvoll, Truppen zu haben. Einfach auch zur Abschreckung, aber auch um es einfach einzunehmen. Die können die direkt die Armeen zerstören. Ich glaube, das macht durchaus Sinn für die Philippinen, das so zu tun. Wäre auch eine gute Probe für sie, um zu schauen, dass sie eben auch wirklich bereit sind fürs Late Game. Ich glaube, das wäre keine so schlechte Idee. Die Mongolei war ein etwas größeres Problem für uns, aber wir sind jetzt deutlich besser dabei und auch gerade dabei, hier unseren ersten Angriff zu fahren auf Hailar. Da haben wir unsere Artis in Position und werden jetzt auch tatsächlich mal dorthin laufen, und zwar mit allen Truppen, die wir haben, werden wir den Angriff durchführen. Wir müssen nur kurz schauen, dass wir vielleicht noch ein paar Truppen auch in diese Provinz hier schicken, damit die es nicht einfach einnehmen hinter uns oder so. Das wäre nicht verkehrt, falls sie hier aus Sulian kommen sollten. Wir haben auch Truppen bereit für die Einnahme von Sulian, aber die haben leider eine Festung dort. Und deshalb warten wir auf Artis. Auch im Norden haben sie weiter große Angriffe gefahren. Generell war Nyoba unsere Hauptverteidigungslinie quasi gegen die Mongolei. Da haben sie die meisten Truppen hingeschickt. Die meisten waren dort und das merkt man schon. Die Verluste waren hoch und wir haben auch unsere Festung verloren. Aber sie haben auch sehr viele Kräfte dort verheizt und das ist für uns insgesamt sehr gut so. Wir haben auch langsam durchaus eine schlagkräftige Armee hier aufgebaut. Viele Kräfte kommen an, wir schicken immer mehr Artis in die Region. Also wir sollten auf jeden Fall sehr bald in der Lage sein, hier deutlich stärker noch weiter vorrücken zu können. Gerade der Angriff von Hailar aus ist dann auch idealerweise unser Hauptangriff auf ihre Gebiete. Ich sehe gerade, sie haben Sonit Sorki eingenommen. Das ist mir gar nicht aufgefallen, das ist ein bisschen peinlich jetzt. So viel zu unseren tollen, Arbeit hier. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Sollte okay sein. Aber natürlich gerade ein bisschen doof. Kann ich jetzt auch nicht viel gegen machen. Wir könnten zwar jetzt hier 10.000 Truppen schicken. Machen wir auch mal. Das sollte okay sein, aber ist ein bisschen blöd. Das wollte ich eigentlich so nicht, aber sie haben es wohl geschafft. Nicht hier, aber hier wollte ich das machen. Sie haben wohl genug Truppen gehabt für einen Angriff. Doof. Aber keine Sorge, nehmen wir wieder ein. Und dann werden wir auch hier langsam vorrücken. Wir sollten, denke ich, auch mal in 2-3 Tagen mit der Mongolei fertig sein, im Norden zumindest. Der Süden wird dann eben eingenommen werden von unserer Siam-Armee, sobald die fertig ist. Und dann werden wir hier richtig groß sein und richtig stark. Wir schauen mal ganz flugs auf die Provinzliste und sehen, dass wir immer noch auf Rang 3 sind, 71 Provinzen. Mosambik und British Columbia sind stark gewachsen. Da werden wir jetzt irgendwie mithalten müssen. Das wird aktuell nicht leichter. Gerade weil Mosambik eben immer noch sehr stark wächst, aber wir werden ja hier nochmal Provinzen bekommen in der Höhe von 21 und hier oben nochmal 20, also 40 Provinzen, und damit werden wir dann anwachsen auf 120, 100, 110 Provinzen. Das ist eine ganz gute Menge. Ich glaube, da werden wir erstmal safe sein und dann werden wir auch nicht schlafen danach und währenddessen. Wir werden ja auch dann vielleicht direkt weitermachen können mit Myanmar. Und dann eben auch mit Gebieten wie hier oben, Russland zum Beispiel. Also werden auf jeden Fall noch viele Gebiete einnehmen. Ich denke, wir werden insgesamt nicht zurückfallen. Wir werden eher sogar die Führung übernehmen. Weil wir jetzt den Vorteil haben, dass wir sehr viel Land noch annehmbar haben. Wir haben die größten Herausforderungen am Anfang gehabt. Korea, die Fernöstliche Republik, Siam und so. Wir haben diese ganzen Herausforderungen jetzt direkt am Anfang.
Und dafür haben wir danach nur noch KIs, plus den Xianqiang, aber der ist ja auch jetzt nicht so stark. Das heißt, dem Rest der Leute hier geht langsam das Land aus. Die können doch vielleicht Hejaz einnehmen, hier drüben, hier Mosambik und eventuell ihre Allies, wenn sie das wollen. Aber sie müssen als andere harter kämpfen jetzt. Hier Algerien, Marokko, Österreich, das sind alles große Koalitionen. Das Osmanische Reich ebenfalls sehr stark. Und das gleiche gilt auch für unseren aktuellen Ally, British Columbia. Auch die müssen sich hier Gebiete erarbeiten jetzt, weil eben alles von Leuten kontrolliert wird. Wir dagegen haben nur KIs für uns und das ist für uns ein großer Vorteil. Wir können also quasi unendlich wachsen, ohne dass der Feind das wirklich beantworten kann. Das ist das Gute. Und ich denke, da bin ich auch sehr, sehr confident darin, dass wir es schaffen werden, uns hier vernünftig aufzubauen und in das Late Game hinein zu scalen. Wir haben auch viele Truppen gebaut, werden mal ganz kurz über die gesamte Produktion schauen und alles verschiffen. Zum einen schicken wir Truppen nach, so gute Frage, nach, ja, ich guess nach Soki. Und dann bauen wir mal ein bisschen. Und zwar bauen wir Dinge. Zum einen bauen wir einen Hafen in Hiroshima. Der wäre für uns nicht verkehrt, denn ich würde gerne auch dort in der Lage sein. Warte mal, die brechen wir mal ganz kurz ab. Der Hafen sollte auf der anderen Seite sein, das macht mehr Sinn. Denn ich würde gerne auch hier Schiffe bauen können. Das wäre für mich sehr schön. Wir könnten Gleiches auch in Sendai tun. Wir haben gerade nicht so viel Holz, aber wir haben sehr viel Geld. Sekunde, wir schauen mal, ob das nicht möglich ist, finanziell das irgendwie zu stemmen. Ich denke, die Antwort ist ja. Dann machen wir das gleich mal ganz kurz. Kauft noch ein bisschen mehr Holz ein und bauen hier den Hafen in Sendai. Denn ich würde, wie gesagt, gerne auch eine große Marine aufbauen. Einfach für den Fall, dass uns British Columbia nicht unterstützt. Aber auch gegen Mosambik. Aber auch eine große Flotte. Das wird auf jeden Fall nötig sein. Und dann bauen wir in Kobe mal ein Schlachtschiff. Ja, das machen wir mal. Und in Hiroshima bauen wir... Ach, gute Frage. Wollen wir jetzt schon loslegen mit der Flugzeugproduktion? Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Wir haben gerade das Geld. Wir können auch ein bisschen was verkaufen an Nahrung. Nicht zu viel leider. Wir haben auch ein bisschen Öl noch über, aber auch das ist nicht sehr preiswert. Das ist leider alles ein bisschen schwierig. Nur Material ist teuer. Aber wir haben zum Glück gerade relativ viele Mittel. Wir können so mal ein bisschen was machen. Und schon mal den ersten Flieger bauen. Das ist, glaube ich, keine verkehrte Idee. Und dann bauen wir in Sendai eben erstmal noch eine Arti. In Seoul müssen wir noch mal weiter ausbauen. Haben wir bereits ausgebaut, never mind. Dann könnten wir hier theoretisch eine Railway bauen, aber haben gar kein Holz, genau. Dann bauen wir stattdessen einfach noch eine weitere Arti. Und in Adong ist die Fabrik fertig. Da fehlt jetzt Holz für die Fabrik. Level 3, dann können wir das vielleicht noch kaufen. Das müsste gehen. Ja, das geht. So aber nicht, sondern so. Und das reicht. Und dann können wir noch die Fabrik bauen. Und ich lüge, weil uns Stahl fehlt. Achso, dann wird es nicht gehen, glaube ich. Denn wir haben gerade keine Möglichkeit, irgendwas zu verkaufen. Nee, das wird nicht gehen. Okay, dann machen wir das morgen. Dann machen wir morgen nochmal Adong aus. Und dann schauen wir mal, dass wir danach erstmal, also mit den Fabriken so arbeiten, mit 5. Und dann werden wir erstmal die Eisenbahn ausbauen. Das mache ich oft sehr spät. Ich mache das zwar immer. Also ich baue immer ein vollständiges Netz an Eisenbahnen aus in meinem Land. Aber ich mache das meistens relativ spät. Aber natürlich ist der Vorteil dann auch geringer, denn du bekommst ja mehr Ressourcen pro Tag durch deine Provinzen. Und dementsprechend ist der Wert deutlich höher fürs ganze Game, wenn du die Eisenbahn früh baust. Dann macht sie mehr Profit auf Dauer einfach, das ganze Game verteilt. Und zum Beispiel die Eisenbahn in Weifang wird das ganze Game produzieren und richtig viel Stahl ausstoßen, viel mehr als wir investiert haben. Und desto früher wir bauen, desto mehr bekommen wir über das ganze Game verteilt an Ressourcen insgesamt. Ist zwar dann fürs Erste ein bisschen viel an Geld und an Ressourcen, was da drauf geht, aber dann halt im Late Game auch von der Moral her ein super Bringer. Und deshalb würde ich das gerne bald machen. Hier erstmal ein bisschen Infrastruktur bauen, Eisenbahnen ausbauen. Mache ich eben selten sonst so, aber ich denke mal, es wird auch Zeit, ein paar neue Strategien auszuprobieren. Und ich denke, das ist so auch der richtige Weg. Die Philippinen sind auch gut vorgerückt übrigens hier. Argentinien ist auch da. Hat auch hier Papeete eingenommen, krass. Ja, mal schauen, also ich bin leicht nervös, was die ganze Welt hier angeht. Das ist auf jeden Fall, es ist sehr schnell gegangen alles. Also gerade die Sache hier mit British Columbia macht mich sehr nervös, dass sie eben bereits in der Koalition beigetreten sind. Das ist nicht so geil. Mosambik ist stark, Argentinien und Co., auch Mexiko, Österreich, die werden alle nicht schwächer. Russland ist zurück, das Osmanische Reich wächst weiter. Wir haben hier viele Feinde um uns herum. Wir haben keine große Koalition. Das hier ist noch lange nicht sicher und die Philippinen sind noch sehr klein. Wir auch nur auf Rang 3. Es ist insgesamt gar nicht mal so easy. Also ich bin gerade ein bisschen skeptisch, aber ich glaube, mit der Einnahme von den ganzen Gebieten hier werden wir auf jeden Fall in der Lage sein, das hier easy zu stemmen. Da bin ich mir sehr sicher. Wir müssen halt schauen, dass wir nicht jetzt einem ungünstigen Zeitpunkt verraten werden von British Columbia. Das wäre sehr ärgerlich, denn wir sollten natürlich aufpassen, dass wir uns nicht irgendwie auf sie verlassen. Pläne mit ihm machen und dann fallen sie durch den Rücken, das wäre sehr schlecht.
Aber ich glaube nicht, dass das für sie Sinn macht. Warum würden sie diese Allianz nehmen über uns? Das war ja eigentlich alles okay und wir sind ja eine starke Koalition. Wir machen uns hier keine, nehmen uns keine Provinzen weg. Wir können beide den ersten Rang noch erreichen. Vielleicht wollen sie eben den ersten Rang sicher haben mit denen hier. Das könnte auch sein. Wir werden es sehen. Ich hoffe wirklich, dass es eben wieder nur eine Täuschung ist von ihnen, denen gegenüber. Das könnte sein. Es ist schwer zu sagen. Es ist sehr schwer zu sagen. Wir werden es sehen. Aber wir haben ja erstmal viele andere Dinge vor und wir werden richtig ausbauen. Wir werden so stark werden. Ich habe das Gefühl, es wird ein geiles Late Game werden. Wir werden so viele Truppen bauen können, wir werden so lange auch aufbauen können, weil eben die Feinde weit weg sind. Wir hatten oft in den Runden es gehabt, dass dann irgendwann schon im späten Midgame klar war, okay, das ist der Feind, wir haben da schon eine Grenze und dann geht es einfach irgendwann los, meistens früher als man denkt. Aber jetzt ist der Weg lange, ne? Wir müssen jetzt weit, weit gehen, wir müssen ganz viele KIs einnehmen, wir müssen viel, viel Krieg führen. Wir haben noch viele Tage Zeit, bevor es hier so richtig knallt, denke ich mal. Außer jetzt passiert hier irgendwas oder eben halt auch Australien noch und Indonesien, wenn wir auch helfen müssen. Das heißt, ich denke mal nicht, dass wir jetzt sehr bald den großen finalen Fight haben werden. Das heißt, die Kämpfe werden richtig brutal und groß werden mit vielen, vielen, vielen Geschützen und Flugzeugen und allem. Es werden richtig große Schlachten. Also ich bin sehr, sehr excited. Ich hoffe ihr auch. Das wird ein richtig geiles Late Game. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.